So, ich muss euch hier übrigens was sagen, das ist gar keine Karte. In der ab 18 Version ist das hier gerade den Playboy, den er aufschlägt. Und er spielt da gerade an. Ja, und dann passiert sowas, also. Hätte er mal den Playboy zugelassen, aber nein. Wollte er ja nicht machen. Er musste sich das ja angucken, aber. Und ich soll ihm jetzt helfen oder was? Nee. Aber ich muss. Wir sind ja im Bus, liegt schon auf Seite. Ich fahre nie wieder mit dem Bus. Zumindest nicht mit so. Oh, was ist denn das? Gotcha, bring Farbe ins Spiel. Okay, gut, das wollen wir jetzt hier gar nicht weiter betrachten. So, wir brauchen auf jeden Fall hier einen Techniker-Fuzzi. Den holen wir mal ran. Jetzt wird es nämlich echt, also das Spiel, wenn es einen Schwierigkeitsgrad anzieht, dann übertreibt es das sogar ein bisschen, finde ich jetzt. Denn, ihr werdet sehen, was ich meine. Und was das Problem an der ganzen Geschichte ist. Wir hören hier mal noch einen ran. Und hier noch einen Taucher. Weil den werden wir auch brauchen. Dann brauchen wir noch einen Brückenflieger, brauchen wir nicht. Man kann, also deswegen ist es in dem neuen Emergency-Teil nicht mehr so. Man kann hier wirklich manchmal erschlagen werden von der Wucht, die man eigentlich auswählen kann an Einheiten. Aber, wenn man es mal so sieht. Das Spiel gibt auch immer wieder Tipps, ihr merkt es ja gerade. Also der hat mir jetzt gesagt, dass ich jetzt die Unfallstelle sichern soll, das mache ich jetzt auch gerade. Hier oben ist jetzt Feierabend, da seht ihr schon, stopp. Finde ich jetzt geil gemacht, also wie gesagt, Missionsdesign macht der Emergency-Reihe keiner was vor. Bin ich ganz ehrlich der Meinung. So, jetzt brauchen wir aber auch schon die ersten, ich weiß gar nicht wie viele Krankenwagen wir jetzt auf jeden Fall schon brauchen werden. Das ist immer ziemliches Gedränge mit den Scheißteilen. Es gibt auch später noch so einen Rettungsbus. So, und das ist jetzt wichtig. Wenn man das nämlich nicht macht, dann kann es da echt zu Problemen kommen. Man kann die Mission deswegen verlieren. So, da oben seht ihr den Text, der da steht. Ich kann es ja gleich vorlesen, wenn ich mal dazu komme. Ja, du tauchst hier drin mal. So, ja, als freier Bürger habe ich das Recht. Nicht? Na gut. Die Gaffen, und das wollen wir nicht. Denn wenn die Gaffen, dann machen die nur Bullshit, ist wirklich so. Und irgendwann kommen sie auf die bescheuerte Idee, über die Straße zu laufen, dann kommt es zu Folgeunfällen. Und dann kann man das ganze Ding hier verlieren, das ist Feierabend dann. Von daher, sofort am Anfang der Mission, wie ich, den Heli dahin schicken. Ich glaube, man braucht sogar den Heli, weil was anderes da nicht hinkommt, auf diese Seite. Wenn ich mich erinnere. Man muss es machen, also ansonsten Folgeunfall und dann ist die Mission gelaufen. Ah, das Spiel warnt vorher, bevor das passiert, also keine Bange. Ihr habt, falls ihr ein bisschen pennt, ein bisschen Zeit auf jeden Fall. So, hinten kommen auch die nächsten Fahrzeuge. Die schicken wir nach vorne. Wir müssen ja die ersten hier auch so ein bisschen behandeln. Hier hinten im Bus sind mehrere eingeschlossen. Da muss man auch drauf achten. Da sind mehrere drin. Vorne, hinten, Mitte glaube ich auch. Es sind wie gesagt mehrere Positionen. Oh, was passiert jetzt? Ist ein Auto abgestürzt. Den müssen wir auch retten, denn ansonsten ist für den Kollegen wahrscheinlich schnell Feierabend. So, jetzt brauchen wir die ganzen Notärzte. Man könnte das auch ganz einfach machen. Das geht auch. Dann hat man hier nicht so viel Personal zu stehen. Zeige ich euch jetzt gleich. Das könnte man auch machen. Erfordert aber hinterher trotzdem noch Arbeit. Schon unterwegs. Wird gemacht. Oder zeige ich euch das? Ich weiß es nicht. Los geht's. Bin unterwegs. Man könnte einfach. Alles klar. Habe ich ja noch Krankenwagen? Man könnte einfach diese kleinen Notarztfahrzeuge holen und die das machen lassen. Das geht auch. Aber dann muss man immer noch den hinterher holen und das ist dann nochmal ein Aufpreis und ja, man hat zwar weniger Gedränge, wenn das Notarztauto dasteht, aber da sitzt dann wirklich nur der Notarzt drin und nichts anderes und jetzt versorgen wir gleich mit dem Typen, der im Wasser lag. Also hier bei der Mission kann ich euch noch so einiges an Tipps geben, das hört aber später auf, weil dann, wie gesagt, ich habe es ja nie durchgespielt. So, der Kollege ist noch am Leben, die sterben auch, wenn man nicht schnell genug ist. Und dann kommen die, und das ist schon hart, aber detailliert gemacht. Die kommen dann mit einem Defi und versuchen ihn wiederzubeleben. Also, die geben da nicht auf.
Man erkennt es sogar manchmal, wenn sich die Leute nicht mehr bewegen. Logisch, dann müssen sie irgendwie krank sein oder tot. Oh, Moment. Seht ihr? Wieder was vergessen. Man muss hinterher wirklich an alles denken. Jetzt in Arbeit. Also den wieder ansprechen. Was labert der jetzt? Ja, ja, ja. Ich wollte doch nur... Ach, schon gut. Ich bin weg. Ist doch vielleicht ein bisschen besser für ihn. Schon unterwegs. Achso, der ist ja schon versorgt. Schon unterwegs. Die ist noch nicht versorgt. Notarzt, ziehen wir mal einen raus. Auch noch nicht versorgt. Man könnte das, wie gesagt, mit den Notärzten so machen, die so stabilisieren und dann nach und nach sich um alles kümmern, aber... Oh, scheiße. Seht ihr? Sowas passiert, wenn man nicht aufpasst. Ein bisschen Zeit habe ich jetzt noch. Moment, wir speichern mal ab, denn wenn ich es jetzt verkacke, ich kenne Bock, die komplette Mission nochmal neu zu spielen. Das passiert, wenn man nicht aufpasst. Das sind alles so kleine Details, auf die man mal nicht achtet. Aber das Spiel warnt einen kurz vorher nochmal. Der Stau wird extrem lang. Ein Stück zu lang sogar. So, wir brauchen noch zwei. Also einen jetzt noch. Der andere kommt ja gerade angefahren. Die alte hier vorne hinstellen und... So, jetzt. Oh. Puh. Alles erledigt, alles geklärt soweit. Gott sei Dank. Das hätte jetzt echt schief gehen können. Ich hoffe, wir haben jetzt alle. Mal gucken. Alle verletzten toten Personen abtransportieren. Also, ich versuche euch Tipps zu geben, aber ihr seht, ich kann mich auch nicht mehr an alles erinnern. Aber hier oben, ihr seht, drei Klonfahrzeuge. Aber ne, mein Gott, hier vorne nochmal zwei, aber pff, das ist ja jetzt nichts, wo man sich beschweren muss. Die Grafik des Spiels ist ja trotzdem... Oh, scheiße, ich hab da hinten noch einen vergessen. Soll ich noch einen ranholen? Ah, wir holen noch einen ran, der Start hat's ja. Aber wie gesagt, ich denke mal, die ganzen Emergency-Profis, die hätten das hier mitgemacht. Die hätten hier ein Rettungsfahrzeug geholt. Ah, ne, die hätten den geholt. Hier oben, die hätten den Notarzt geholt. Und hätten dann die Krankenwagen einzeln geholt, wenn die alle soweit versorgt sind. Dann würde das hier nicht so aussehen wie bei mir gerade. Also das wäre der perfekte Weg, ich will jetzt wohl sagen. Nicht, dass mir die ganzen Profis kommen und sagen, nee, das hätte man anders machen müssen. Das weiß ich selber. Aber ich mach das so. Triple Play Weg, so geht das. Ein Kopf durch die Wand. Oh, was vergessen. Ah, ich hab gewusst. Die kommen hier permanent, die Dullis, verpiss dich. Eigentlich könnt ihr jetzt schon längst die ganzen Leute langsam abtransportieren. Mach ich jetzt auch. Das wird hier hinten langsam voll. Mach ich mal so ein bisschen Platz. Beim nächsten Mal zeige ich euch, dass das mit diesen Notarztfahrzeugen auch funktioniert. Bei der nächsten Mission. Nur, dass ihr mir das selber wirklich glaubt. Und dass ich es auch kann. Also nicht, dass hinterher sagt, er kann das nicht so. Doch. Das geht. Nur es ist teurer. Schon unterwegs. Und man kann ja auch plus 3. Was macht der da oben? Man kann ja auch plus 3 Notärzte holen, die kümmern sich dann nach und nach um die jeweiligen Zielpersonen. Soweit, dass sie stabilisiert sind. Und dann muss man aber noch mehr machen, so seht ihr, ich lasse die ganze Zeit da rumgrabbeln und lasse das alles erledigen. Und transportiere die dann alle nach und nach ab. So kann ich mich wenigstens auf die anderen Sachen konzentrieren. Hätte ich das jetzt alles einzeln gemacht, das wäre Micromanagement extrem gewesen. Also. Da muss man extrem viel machen. Ich will jetzt endlich mal was trinken hier. Aber es so zu spielen macht mir irgendwie viel mehr Spaß, also euch das zeigen zu dürfen. Deswegen freue ich mich, dass ihr auch einschaltet und zuguckt. So macht das viel mehr Spaß und es ist auch besser, dass es live ist. Ich mache momentan nichts anderes mehr, außer nur noch live. Es ist aber wirklich besser so. Meiner Meinung jetzt. Könnt ihr eure Meinung gerne in die Comments posten. Und für die, die das noch nicht gesehen haben live. Ihr könnt immer live dazuschalten, Twitch TV. Steht aber eigentlich alles unten in der Beschreibung, unter dem Video. Ihr könnt ihr mitschreiben, also chatten und so.
So, also ein Groß... Also die Mission ist jetzt eigentlich schon gelutscht. Das haben wir eigentlich alles schon erledigt. Aber falls ihr das wirklich auch mal spielt und wirklich keine Ahnung habt, die steht's ja. Nutzen Sie die Schaltanlage für die Hinweisschilder. Ja, eines der Umfahrfahrzeuge befindet sich nicht unter den anderen Fahrzeugen auf der Autobahn. Also ihr seht es ja. Das Spiel gibt also auch Tipps. So ist es nicht, also das ist jetzt kein gnadenloses Spiel, in dem es einfach sagt, wenn du das jetzt nicht beim ersten Mal schaffst. Es wird aber noch. Wird's noch. Was die hier wollen? Haben die keine Arbeit? Geh arbeiten, Junge. Fahr zum Arbeitsamt und such dir Arbeit. So, den können wir auch wegfahren lassen. Der auch. Der sollte doch schon wegfahren. Ist wohl beim Söhnen geblieben. Aber dazu sage ich jetzt nichts mehr, KI und so. Ich erinnere mich bei Emergency 2, da gab es auch so eine Mission mit Autobahn und Unfall. Da war... Und zählt weg. Ja. Da war... sagt schon, wie heißt es? Da war Nebel gewesen und da war der Unfall. Und man musste dann auch wirklich jedes einzelne Fahrzeug noch abtransportieren. Und das ist im Vergleich dazu noch ein Witz. Also, was man da gesehen hat, das war eine Unfallstelle. Das hier ist ja noch Pillepalle. So, jetzt fahren wir nach Hause. Steig in deine Hippe und los jetzt. Das müssen wir eigentlich alle erwischt haben. Ja, müssen wir eigentlich alles geschafft haben. Hammer. Es könnte sein, dass noch einer dort ist. Ich glaube, die haben wir alle. Jo, haben wir alle. Na, 100%, ne? Obwohl wir haufenweise Kohle verschabbelt haben. Also 15.850. War kein billiger Einsatz, aber erledigt.